Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit dem Cyclops. Es geht zurück Richtung Main Base. Flagged emergency speed. Morning. Vessel captured. Excessive noise. Morning. Engine overheat ahead. Standard. Ja, zum Thema Prawnsuit, der letzte Mal jetzt schon wieder unter die Erde gefallen ist. Das scheint ein bekannter Bug zu sein. Eine Google-Suche ergibt da ziemlich viele Treffer. Und das ist nicht nur ein Problem in der im experimentellen Beta-Branch, sondern auch im normalen Branch, im normalen Standard-Branch. So. Besser? Ja. So, muss ich irgendwas reparieren? Ich glaube nicht. So, habe ich... Nein, kein Platz, also erstmal leer machen. So, ich habe eine Menge Lithium dabei. Oh, die Batterien sind beide leer. Ich mach erstmal so gut wie es geht hier leer, damit ich maximalen Platz habe zum Rüberschaffen. Ah, den habe ich aber gut geparkt hier. Der ist tatsächlich nicht weit weg vom Boden. Welcome aboard, Captain. All systems online. So, ausladen.
wäre natürlich genial, wenn ich für das Cyclops auch einen riesen Trockendock bauen könnte. Ich meine, es gibt ja diese Alien-Docks in der Enforcement-Plattform. Da gibt es ja tatsächlich ein Dock, das ist so groß, da kann ich den auf jeden Fall drin parken. Okay, leer. Oh, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr für Lithium. Das sollte ich mal dringend jetzt verwenden. Oder nochmal einen Container bauen. Ja, ist alles dicht. Dann schauen wir mal. Erstmal essen wir was und trinken was. Für den Moment kann ich es mal hier rein tun. Wenn ich hier schon Platz habe. Da wir jetzt gerade so lange schon unterwegs waren, mache ich jetzt auch noch was, und zwar ich gehe schlafen. Eine Runde. Leg ihn mal einen Moment hin, den guten Mann. Würde mich mal interessieren, was das für ein, also außer dass die Zeit voranschreitet, was das für andere Auswirkungen noch hat. Ich, was brauchen wir denn, um... Picture Frames, dafür brauchen wir Copper Wire. Irgendwie, das habe ich hier wahrscheinlich nicht so viel, ja. Ne, dann nicht. Dann schauen wir erstmal weiter. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu bauen zurzeit? Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich doch einen Power Cell Charger. Ja, ich brauche einen Power Cell Charger, weil der. Der Cyclops, der läuft mit Power Cells. Und diese Power Cells haben keine. Die können nicht aufgeladen werden, weil ich den ja nirgendwo docken kann. Also sollte ich mir einen Power Cell Charger erstellen. Allerdings brauche ich dafür, wie ich gerade gesehen habe, Rubin. Und Rubin habe ich anscheinend keinen mehr. Ne, habe ich nicht. Was ich auch noch gar nicht gebaut habe, ist so ein Observatorium. Ja, ist hier aber auch in der Mainbase überhaupt nicht nötig. Die Thermal Plant hätte ich bei der Base nutzen können in der Challenge Room Cave, ja. Ja, aber ist nicht so wild, ist nicht so wichtig. Da unten...
Da muss ich nicht unbedingt hin. Der Nuclear Reactor, den habe ich noch nicht. Die Alien Containment habe ich auch immer noch nicht. Ja, ich könnte jetzt hier noch Science bauen, aber das ist... Ich kenne mich hier mittlerweile aus in meiner Basis. Da brauche ich keine Science. So. Jetzt schauen wir hier mal die verschiedenen Blueprints durch, was da noch alles fehlt. Was wir mal bauen könnten, wäre ein Lightstick. Das werden wir mal machen, ja. Das will ich mal unbedingt machen. Das wäre nämlich dann brauche ich nämlich die Flare nicht. Ah, wobei, ich habe gar keine Flare. Ja. Ja gut, aber mal einen herstellen. Herstellen kann ich auf jeden Fall mal einen. Okay, was brauche ich dafür? Titanium und Glas. So, was noch? Was haben wir noch, was wir noch bauen können, was wir noch nie gebaut haben? Graph Trap? Ja, zum Spaß könnte ich es auch einfach mal bauen. Ja, würde mich einfach mal interessieren, was das ist. Das mal ausprobieren. Da brauchen wir auch eine Batterie dafür. Kupfer und Titanium. Das ist ja groß. Uiuiui. Creature Decoy hatte ich ja mal benutzt, aber hat da wenig Wirkung bis gar keine Wirkung gehabt in der Jelly Shroom Cave. Ja, einen neuen Prawn Suit würde ich mir gern bauen. Das kann ich jetzt auch. Jetzt habe ich genügend Diamant. Okay, das Cyclops Module Mark II kann ich nicht bauen, weil mir das Nickel fehlt. Hier Kyanid fehlt mir ebenfalls. Das brauche ich nicht. Das kann ich auch noch nicht bauen. So, Standard Vehicle Upgrades. Bauen wir mal die Hull Reinforcement. Ja, das ist wichtig für den Cyclops. Also, dafür brauchen wir 3x Titanium, 1x Lithium, 4x Diamond. Engine Efficiency müsste ich schon haben. Storage Module brauche ich keins. Seamoth Dropping. Seamoth Sonar, Prawn Suit Depth Module, Prawn Suit Thermal Reactor, Jump Jet Upgrade, Torpedo. Um,
Ich glaube, der Cyclops kann nicht mit Torpedos ausgerüstet werden, sondern nur die Seamoth. Weiß es nicht, aber es sieht so aus. So, Cyclops. Depth Module Mark 1. Ich habe leider keinen Rubin da. Sonst hätte ich das jetzt gebaut. Okay, also ich brauche eine Menge Plasteel-Ingot. Das heißt, da muss ich jetzt mal eine Menge... Hier, ach, das ist das Engine Efficiency Module. Cyclops Engine Efficiency Module. Und was war das andere? Engine Efficiency... Das ist auch nur für die Seamoth und für den Prawnsuit. Das ist nicht für den Cyclops. Shield Generator ist noch nicht klar. So, das brauchen wir definitiv. Den Sonar. Das kann man auch leicht herstellen. Dann Computer Chip und Magnetite, das ist leicht. Docking Bay Repair Module, das ist auch leicht. Suppression System, dafür fehlt mir das kristalline Sulfur. Das Decoy Tube Upgrade, ja, sehr gut. Das können wir auch herstellen. Ja, bauen wir einfach mal alles, was wir an Cyclops Upgrades herstellen können. Oh, das ist es dann auch schon. Ja. Mehr ist nicht. Gut, dann gehe ich jetzt los und besorge mir erstmal eine Menge Titanium. Habe ich irgendwie Zeug im Inventar, das ich loswerden sollte? Yep. Ich lasse jetzt einfach mal das Wasser zum Teil hier und das auch. Ja. Den Rest packe ich in die entsprechenden Lockers. Aber schön, dass ich hier wenigstens noch einen Drillarm habe, dass ich den nicht neu bauen muss. Das benutze ich jetzt einfach mal. Ich will wissen, was das ist und will das jetzt einfach mal ausprobieren. So, jetzt gehen wir los und jetzt machen wir auch Folgendes. Jetzt will ich nämlich das Storage Module mit dem Sonar umtauschen, halt, damit ich ein bisschen mehr mitnehmen kann. Nee, das ist dann runter. Aha, ich war zuerst da. Komm, lass los.
was? Du kriegst jetzt hier einen Graph Trap. Sieht cool aus. wieder die ganze Zeit der. So, voll, ne? Ja, jetzt haben wir noch für zwei Platz. Eigentlich könnte ich das auch alles mit dem Dings machen, mit dem Cyclops, ne? So groß wie der Speicher bei denen ist. Aber jetzt habe ich auch schon eine ganze Menge.
So. Jetzt stellen wir daraus aus allen vier jeweils Plastiklingot her. Geil. Okay. Was will ich damit bauen? Cyclops Depth Module. Wofür mir die Rubine fehlen. Efficiency Module habe ich schon. Cyclops Sonar. Da. Okay, nee, dann mache ich daraus jetzt erstmal den Prawn Suit. Genau. Aerogel, Enameled Glass, Diamond und Lead. Aerogel Hammer zweimal. Glas haben wir sofort und LED. Glas weiter verarbeiten. Jetzt brauchen wir noch viermal Diamond. Und jetzt sollte es alles sein. Und ich baue dann meinen dritten Bronze Suit. Das Sonar wollte ich noch bauen, genau. Dafür brauchen wir einen Computerchip. Dafür brauchen wir Table Coral Sample. Das müsste... Wo habe ich das reingetan? Okay, da könnten wir noch einen weiteren Schrank wieder bauen für die Biomass. Ah, da fehlt mir schon wieder das verdammte Kupfer. Da fehlt mir schon wieder das verdammte Kupfer. Dann mache ich es anders. Dann mache ich es anders, ja, ja. Dann lege ich erst einmal die ganzen Zutaten wieder ab. Und gehe nochmal auf Metal Salvage. Besorgung und besorge mir vor allem dann auch Kupfer. Das machen wir am besten in großem Stil mit dem Cyclops oder mit der Simor. Ja, machen wir mit dem Cyclops einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie das wird. So, dann packen wir noch das. Ne, Lithium haben wir keins, aber Diamant. Doch.
Hydrogel auch noch. Alles klar. So, dann. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ich habe nochmal kurz die Upgrades an. Ja, das ist das Efficiency Module Upgrade. Okay. Wie Strom habe ich noch? War noch eine ganze Menge. Verbraucht er eigentlich auch Strom, wenn er. Hat das jetzt wehgetan? Keine Ahnung. Verbraucht er eigentlich auch Strom, wenn er. Wenn der Motor an ist und ich ihn einfach nur rumstehen lasse? Das hört sich schon klasse an. So, steigen wir mal aus. Erstmal was trinken. So viele Zähne. Ja, das ist was ganz anderes mit dem Cyclops. Auf Ressourcenjagd zu gehen, da kann man richtig groß zu Werke gehen. Die Graph Trap ist immer noch am Start. Also die Stalker sind ja echt schon ganz schön fleißig hier mit dem Müll. Oh, jetzt müsste ich eigentlich voll sein, ja. Thank you.
natürlich ein bisschen blöd hier mit den... Ja, vielleicht ist es dann doch eine gute Idee, noch ein weiteres Upgrade zu installieren für den... für ein Locker-Upgrade zu installieren für den... den Cyclops, für den roten Oktober. Er hat ja sogar einen Antrieb, einen leisen Antrieb, so wie der rote Oktober das ja auch hatte. Der fiktive rote Oktober. Also ich habe das Buch nie gelesen, aber der Film ist super. Is your primary damage. Ach, lass mich doch in Ruhe. Sonst kriegst du nämlich, warte mal. So. Weg mit dir. Ich habe diese Pflanzen hier in dem Bereich hier noch nie gesehen, in diesem Biotop. Ach, jetzt lass mich doch in Ruhe! Sonst komme ich nämlich gleich mit dem Messer, ja? Apropos Messer, das ist sowieso eine gute Idee. Ich habe nämlich Hunger. Gucken, was das hier für eine Cave ist. Weil ich hier noch nie gewesen bin. Dann lohnt sich das hier mal reinzugucken. Ein bisschen Platz, ja, aber nicht mehr viel. So gut, so was Besonderes ist es jetzt auch wieder nicht. Halt irgendeine Cave. Gehen wir noch einmal runter. Oder ja doch. Ich habe ja noch meinen persönlichen mein persönliches Inventar kann ich ja auch noch voll machen. Das ist alles drunter. Unten drunter.
Das sind, glaube ich, die. Ja, das sind die Underwater Floating Islands. Da bin ich auch noch nicht gewesen, stimmt. Das ist auf jeden Fall mal bald meine Reise wert. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja, der Wendekreis ist schon ganz schön groß. Dann packe ich jetzt auch noch mal die Seamoth in meiner im Dingens hier im Cyclops. Am besten dann auch wieder mit dem korrekten. Warum klaust du hier meine Kamera? Mit dem richtigen Upgrade, mit dem Sonar-Upgrade. Welcome aboard, Captain. Voll. Voll. Ja. Bald voll. Halt. Ich habe hier doch Doch. Ich habe ja hier das Upgrade für Storage Module. Mal gucken, ob wir das auch beim Dings einbauen können. Beim Cyclops. All systems online. Okay, aber ein Versuch war's wert.
So, jetzt bauen wir mal noch einen zweiten Behälter für das Lithium. Machen wir einfach hier noch einen hin. Ah, nee, machen wir anders. So. Und dann wird das einfach ausgetauscht. Was habe ich jetzt alles drin? Nur Titanium. Das können wir hier rein tun, ja. So, jetzt könnte ich das Magnetite austauschen. Das zu Lithium umbenennen. Jetzt kann ich das Lithium transferieren. Ja, oh, Durst. Können wir was gegen machen. Aber erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Hier hinten haben wir ja noch Platz gehabt. So, aus dem Rest machen wir vital signs stabilizing. Ja, den Rest kriegen wir direkt. Stelle ich auch noch mal ein bisschen Wasser her. Aber erst hole ich den Rest aus dem Cyclops.
Na, ein Stalker-Tooth umsonst. Ja, aber dann trinke ich halt noch einen Schluck. So. So, jetzt sind wir erstmal wieder ordentlich ausgerüstet mit Titanium, mit Lithium, mit Diamant auch, aber naja. Das reicht auch nicht ewig. Bin mal gespannt, wenn wir bessere Vorkommen davon finden. Ich hoffe, dass wir da nicht ewig so viel brauchen davon. Stelle ich noch mal ein bisschen normales Wasser her. So, jetzt werde ich mal mit dem... Also ich wollte mir eigentlich erstmal nochmal einen neuen Prawn-Suit bauen und die ganzen Upgrades, ja. Ich habe völlig vergessen, das Sonar-Upgrade. Ja, genau, Computerchip, dafür brauchte ich Kupfer, deswegen bin ich ja hier nochmal losgegangen. So, jetzt kann ich nämlich den Copperwire herstellen. Noch Gold und Table Coral. Oder was? Da. Zweimal Table Coral, ja. So, wollen wir Magnetite. Hier. Ich glaube, 3 Stück waren es, ne? Ja. So, Cyclops Docking Bay Repair Module. Das Repair Tool und Copper Wire. Ich weiß nicht, ob das so nötig ist, weil die Cyclops, die repariere ich, die C-Mod repariere ich eigentlich relativ schnell mit dem Repair Tool. So, das Decoy-Tube-Upgrade, das würde ich tatsächlich auch noch gerne herstellen. Noch einmal Titanium, einmal Aerogel und was noch? 2x Lithium. Oh, dann haben wir das auch. Ja. Als nächstes wäre der Cyclops Death Module angesagt, da brauchen wir Ruby, das kriegen wir, also Rubin kriegen wir bei den Underwater Islands. Ja, das reicht erstmal. Herstellen. Nein. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wo stelle ich diese Geschichten her? Wenn nicht... Das muss ich im Cyclops machen. So war's. Der hat ja dann einen eigenen
eigenen Fabricator. Stimmt ja. Ach, ja. Noch was anderes. Ich stelle jetzt erstmal den Scanner Room wieder ab. Der geht mir schon ganz schön auf die Nerven. So. Zack, aus. Systems online. Erst muss ich sie fabricaten. Sonst geht hier gar nichts. Sonar Upgrade. Ja, dann werde ich hier wieder eine Pause einlegen mal. Und im nächsten Part machen wir uns dann auf in Richtung Underwater Islands. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen bei Subnautica. Bis zum nächsten Mal. Ciao.